Moin Moin und guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video zum Thema Welpenfütterung. Welpenfütterung, eigentlich doch eine einfache Sache, oder? Klar, Welpen brauchen mehr zu fressen als ausgewachsene Hunde, denn sie sind im Wachstum und man könnte meinen, das reicht, oder nicht? Die einfachste Fütterung für Welpen ist wohl die Fütterung mit Alleinfuttermittel. Da hat man die Fütterungsempfehlung des Herstellers, das heißt, man kann leicht feststellen, wie viel Futter soll ich meinem Welpen geben. Und dazu kommt, man hat die Zusage oder Zusicherung, dass in dem Futter alles enthalten ist, was der Welpe braucht. Wenn man selber Mahlzeiten herstellt, dann ist es da auch ganz einfach, die Menge zu errechnen, die ein Welpe bekommen sollte. Ich blende dazu hier mal eine Tabelle ein. Da könnt ihr dann für euch rausschreiben, wenn ihr möchtet, wie viel Prozent des Körpergewichtes der Welpe in welchem Alter bekommen sollte. Aber zu diesen Angaben und auch den Angaben der Hersteller ist ganz wichtig, es sind alles Durchschnittswerte. Das heißt, ich muss jeden einzelnen Welpen, wenn ich züchte oder wenn ich einen Welpen bei mir zu Hause habe einziehen lassen, dann muss ich den Welpen beobachten und gucken, wie entwickelt er sich. Also das Gewicht ist nicht ausschlaggebend, sondern ja, die Körperform, die Größe, die Muskeln. Ich muss den Hund insgesamt im Blick haben und gucken, wie er sich entwickelt. Es geht bei der Welpenfütterung aber um viel, viel mehr als um die Gewichtszunahme und daraus aus einem kleinen Hund einen großen Hund zu machen. In der Welpenfütterung werden die Grundsteine gelegt für die Gesundheit des erwachsenen Hundes. Und es ist so, dass der Welpe oder die Verdauung des Welpen unterschiedliche Nährstoffe kennenlernt und im frühen Welpenalter für sich dann lernt, was ist ein Nährstoff und was ist ein Fremdkörper. Das bedeutet, umso älter der Welpe wird, umso schwieriger ist es, ihn an neue Nährstoffe zu gewöhnen. Das heißt, alles, was der Welpe kennengelernt hat als Futter, ist für ihn abgespeichert oder für seinen Organismus, seine Verdauung als Futter und nicht als Fremdkörper. Alles, was später im Erwachsenenalter dazukommt, wird erstmal genau geprüft und kann unter Umständen auch dann Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen. Und das ist ein wesentlicher Punkt bei der Welpenfütterung. Ich hatte noch nie selber einen Welpen. Ich habe 3 Hunde ja aus dem Tierschutz und von daher habe ich mich an erfahrene Züchterinnen gewandt, die so nett waren, mir einige Fragen zu beantworten. Hundeernährung bei Welpen. Was ist nach eurer Erfahrung da denn wichtig? Nach deiner frischen Erfahrung, nach deiner langjährigen Erfahrung, du hast ja auch Kontakt zu den Hunden weiter gehabt. Was würdet ihr da am wichtigsten finden? Ja, das Zentrale ist eigentlich wirklich die Ernährung und die Ernährung dann aber den Welpenbesitzern näher zu bringen, dass die das dann auch so weitermachen. Denn es gibt ganz, ganz viele aus meiner Erfahrung, die dann einfach sagen, wenn die Welpen bei uns weg sind, nö, das ist mir zu teuer oder das will ich nicht. Ich habe keine Lust auf Barfen, ich habe keine Lust damit. Ich gebe einfach Trockenfutter, fertig. Was das ist im Endeffekt, dann kriegen sie irgendwann Bauchweh und so weiter. Ja, dann gehen sie halt zum Tierarzt hin, dann wird irgendwie welches Medikament verabreicht, dass man das aber alles auch auf homöopathische Weise machen kann und dann vielleicht mal mit dem Züchter sprechen kann. Das wäre dann mein Wunsch. Ja, okay. Das heißt, der Knackpunkt ist dann, wenn die Welpen von dir weggehen, richtig, und dann zu ihrem endgültigen Nachhause, wie das, richtig, da dann weiterläuft. Richtig. Wie ist das denn vorher? Wie hast du denn deine Welpen so wunderschön groß gekriegt, wie sie jetzt sind? Was haben die bei dir zu fressen bekommen so? Genau, wir hatten ja mit unserer Hündin schon die Erfahrung gemacht, die war von Welpen an gebarft und haben sie
ja, jetzt bis zu ihrem dritten Lebensjahr auch durchgebarft und haben auch mit unserer alten Hündin da sehr gute Erfahrungen gemacht. Die ist sehr alt geworden, war sehr alt, sehr lange auch sehr fit und haben dann für uns die Erfahrung gemacht, dass das schon die optimale Fütterung ist für, ja, für unsere Hunde, für die Hunde allgemein. Und darum haben wir uns auch dazu entschieden, auch die Welpen mit BARF gleich groß zu ziehen. Haben natürlich angefangen in der vierten Woche mit einem ganz magerem Fleisch, mit dem Tartar und ja, sind dann über Hackfleisch relativ schnell dann auch ja, zu gewölftem Muskelfleisch, zu Pansen, zu Herz, natürlich auch mit Gemüse und Innereien übergegangen, um halt zu wirklich auch zu gewährleisten, dass die Mikronährstoffversorgung dann auch optimal ist. Haben auch Zusätze dazu gegeben, geben immer noch Zusätze dazu, wie zum Beispiel Mineralien und auch ein gutes Öl, ja, Gemüse, sagte ich ja schon. Das sind so die hauptwichtigen Nährstoffquellen, die Welpen dann auch bekommen sollten und natürlich dann auch der erwachsene Hund. Mhm. Super, ich krieg schon Hunger. Es klingt lecker. Ja. Zum Barfen, das heißt, Heidrun, bei dir werden die auch gebarft, die Hunde? Teilweise. Ich versuche sie halt, wenn es geht, an alles mal zu gewöhnen. Denn weil ich genau weiß, die Welpeneltern hinterher, die machen dann doch das, was sie wollen. Und deswegen versuche ich einfach, sie an alles zu gewöhnen. Ne? Das ist, sei es an Trockenfutter auch mal oder an Barfen, an ja, gekochten Sachen und so weiter. Also auch mit Gemüse, Mineralien sind ganz, ganz wichtig. Öle, wie Juliane auch schon sagte. Und also sie kriegen bei mir, ich versuche dann, wenn sie etwas älter sind, sie an alles zu gewöhnen. Okay, aber bei euch beiden gibt es nicht so dieses Welpenfutter, was man so im Handel kaufen kann und wo dann garantiert ist, dass alle Nährstoffe enthalten sind, die der Welpe braucht in dem richtigen Alter, in der richtigen Menge. Das ist ja so das große Versprechen, was dahinter steht und wo viele das Gefühl haben, okay, wenn ich das nicht fütter, dann kriegen meine Welpen nicht genug und haben nachher irgendeinen Mangel bei irgendwelchen Nährstoffen. Habt ihr da keine Sorge drum? Natürlich ist es so, dass wir die BARF-Mahlzeiten nicht einfach wahllos zusammenstellen. Also da gibt es viel Literatur zu, da gibt es auch BARF-Rechner, wo man ganz genau berechnen kann, wie viel Prozent des Körpergewichtes bekommt der Hund zu fressen. Das ist natürlich so, wenn man jetzt einen Welpen oder eine säugende Hündin ernährt, dann ist der prozentuale Anteil wesentlich höher, also bei 6-8% und reduziert sich dann im Laufe des Welpenalters bis auf 2% bei einem erwachsenen Hund. Und die Problematik bei Fertigfutter ist natürlich immer, dass ja auch nicht alle Inhaltsstoffe angegeben werden müssen. Ja, auch der Passus tierische Nebenerzeugnisse ist natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff. Und da muss man schon wirklich gucken, für welches Futter man sich dort entscheidet. Und was ich jetzt als hauptproblematisch finde, gerade auch mit der Rasse, die ich züchte, die Maja Wissler, ist die der Getreideanteil im Futter. Ja, also ist halt schon so, dass es ja sehr viele Hunde gibt, die auch mit Verdauungsstörungen zu kämpfen haben und da auch der Getreideanteil im Futter nicht ja unerheblich schuld dran ist. Und von daher kann ich so, wenn ich das Futter selber mische, davon ausgehen, dass ich weiß, was drinne ist und das steuern, um halt auch später ja Allergien vorzubeugen. Ne, natürlich ist es auch so, dass ich meinen Hunde-Welpenkäufer oder meinen Welpenkäufern auch sage, natürlich können sie auch den Hund auf Trockenfutter umstellen. Ja, aber ich versuche sie schon aufzuklären über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Futterungsarten und ja, ermuntere sie auch, sich da auch selber nochmal kundig zu machen. Okay. Heidrun, du hast jetzt ja schon, ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele Hunde aus deinen Händen weggegangen sind? Wie viele Hunde du gezüchtet hast? Sagt man das so? Ja, ne? Ja, also ich habe ja jetzt, ich habe es mal nachgerechnet, 16 Jahre Zuchterfahrung. Und wenn ich das überlege, also das sind schon, ja,
70 Hunde, 80 Hunde, ich ganz Welpen, die ich hatte in der ganzen Zeit. Der letzte Wurf war 9 Welpen. Und ich habe heute noch zu allen Hunden Kontakt, zu allen meinen Welpen Kontakt und es geht allen gut. Und das ist wichtig. Das ist ja total schön. Aber ist das denn so, dass die neuen Besitzer dann das angenommen haben, die Fütterungsart, wie du das weiterempfohlen hast? Oder hast du da auch Erfahrungen, wenn jetzt denn neue Halter, ich weiß nicht, auf ganz normal Trockenfutter umgestellt haben, ohne irgendwie noch extra was zu geben? Gibt es da welche, wo du da Erfahrungen mit hast und kannst sagen, wie sich das ausgewirkt hat? Ja. Es gibt wirklich welche, wo ich das weiß, dass die nicht auf mich gehört haben, dass die einfach gesagt haben, nee, wir machen das so und wir machen das so. Du hast dann als Züchter auch nicht mehr die Chance, da reinzuwirken, weil der Hund ist ja dann weg. Du hast zwar Kontakt zu und ich möchte den Kontakt auch gerne behalten. Aber es ist so schon wirklich so, dass die einfach dann zu viel Energie gekriegt haben, zu viel, was im Trockenfutter drin war, zu viel Eiweiß oder solche Sachen. Und die dann zu groß geworden sind, teilweise zu schwer geworden sind, wo ich dann sage, Mensch, Leute, der Hund ist einfach zu schwer, tut ihm das doch nicht an. Mhm. Und aber sie einfach das dann nicht sehen und nicht sehen wollen vielleicht auch, ne? Und das tut mir dann unendlich leid für den Hund auch, weil es hätte anders gehen können, wenn sie ein bisschen mehr auf mich gehört hätten oder mich kontaktiert hätten, wenn sie gemerkt hätten, dass es schlechter gegangen wäre. Und sind aber Gott sei Dank wenige. Ja. Okay, aber das heißt, in den Fällen ist auch nach deiner Erfahrung dann so, dass auch die erwachsenen Hunde dann, ich sag mal, weniger gesund sind, als wenn man so bei der Ernährung bleibt. Ist das so? Das will ich jetzt nicht verallgemeinern. Das kann ich jetzt echt nicht sagen. Das ist, man tut ja als Züchter, ich bin wirklich als Züchter, ich selber züchte ja keine Wischler, ich züchte ja Aussies. Und gerade beim Aussie ist es so, dass man da sehr, sehr viele Untersuchungen braucht und dass es da sehr, sehr viele Kriterien gibt, die man da ausschließen, sei es der MDR1, sei es die Augenuntersuchung oder viele andere Sachen auch. HD, LÜV, es gibt so viele Sachen, die ich versuche auszuschließen und ich versuche wirklich nur mit wirklich gesunden Hunden zu züchten. Aber es ist wirklich immer so, es kann jedem was passieren. Auch wenn du versuchst, mit gesunden Hunden zu züchten, es passiert immer mal was. Mhm. Dass du sagst, der Hund wird krank oder wie auch immer, dass die mal irgendeine Krankheit kriegen oder so. Ne? Oder sei es Krebs oder sowas, was man einfach nicht ausschließen kann. Mhm. Wodurch auch immer. Naja, ist bei Menschen ja auch nicht anders, ne? Also das Schicksal schlägt immer irgendwo mal zu, da ist ja keiner vor geschützt, selbst wenn man noch so gesund lebt. Ja. Und bei den Hunden, wenn man die noch so gesund füttert, ist das ja keine Garantie auf Gesundheit, ne? Das erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich, aber garantieren tut's das aber ja auch nicht. Aber ich habe einige, wo ich weiß, die haben sich dran gehalten, was ich gesagt habe und da ist der Hund bis jetzt auch gesund. Also wie gesagt, die ältesten Welpen, die ich dann hatte, ja, die sind jetzt teilweise auch schon tot, aber die älteste hat jetzt ein Alter gehabt von 16 Jahren. Ja, herrlich. Die ist jetzt diesen Sommer gerade gestorben, ja. Ich denke, was man auch immer machen sollte, wenn man sich entscheidet, so zu füttern, dass man doch dann und wann auch mal ein Blutbild macht bei dem Hund. Ja, also das ist so verfahren wir dort. Wir sagen, wir stellen das Futter selber zusammen, dass wir alle 2 Jahre mal ein Blutbild machen und einfach mal gucken, was machen die Elektrolyte, was machen die Mikronährstoffe. Ja, das kann man gut machen und dann ist man auch auf der sicheren Seite und kann dann da entsprechend auch nochmal nacharbeiten, wenn dann da noch irgendwelche Supplements zugesetzt werden müssen. Und was ein ganz wesentlicher Punkt auch noch ist, also das Hauptargument in der Welpenfütterung ist ja auch immer, oder gegen eine Welpenbarfütterung ist ja immer die Komponente Calcium, wo wirklich viele Welpenbesitzer oder auch wo viele Tierärzte mahnend den Finger heben und sagen, denkt daran, dass der Calciumspiegel hoch genug ist. Ja, wobei man natürlich gucken muss, ein zu hoher Calciumspiegel ist natürlich auch wieder schwierig. Ja, naturheilkundlich gesehen ist es natürlich auch wieder ein Punkt, wo der Körper dann auch in so eine Zellstarre gerät. Also zu viel Calcium ist natürlich auch nicht gut. Aber auch da
kann man super arbeiten. Ja, es gibt gewölfte Kalbsbrustbeinknorpel, es gibt gewölfte Hühnerhälse. Ja, das können die Welpen frühzeitig schon bekommen. Und dann, oder auch die Mutter, ja, eine säugende Hündin sollte ja auch mit Kalzium noch versorgt werden, um halt auch so eine Eklampsie vorzubeugen. Und über diese Wege oder auch über Quark, Milchprodukte kann man da gut auch für eine ausreichende Versorgung sorgen. Mhm. Genau, und beim älteren Hund, ja, das ist ja, genau dieses Ding mit diesem alle 2 Jahre oder so mal regelmäßig ein Blutbild machen lassen, die Werte kontrollieren, weil auch das industrielle Futter garantiert ja nicht, dass in dem Moment, wo der Kalziumbedarf so und so hoch ist, auch so und so viel im Futter ist. Das ist ja auch ein gleichbleibender Wert, der nicht anpassbar ist. Und ob es aufgenommen wird, ne? Also es ist ganz ja letztendlich genau so, dass ja die Nährstoffaufnahme nicht unbedingt immer damit zusammenhängt, was jetzt an Nährstoffzufuhr in den Körper kommt, sondern auch, wie gut ist der Körper in der Lage, das aufzuspalten oder auch, wie bioverfügbar diese Stoffe sind. Ja, genau. Wenn es dann natürlich synthetische Stoffe sind, synthetische Hormone, synthetische Vitamine, die doch auch dem Futter zugeführt werden, dann sind es auch Sachen, die den Körper eher verschlacken. Mhm. Ja, oder auch an organische Mineralien. Ne? Da sind wir wieder beim Gemüse. Genau. Die ja letztendlich, das liefert ja dann die Mineralstoffe in der organischen Form und das ist ja sozusagen viel, viel besser für den Hund aufnehmbar. Ja. Auf jeden Fall. Ich mache auch, also ich mache jetzt heute noch, mache für meine Hunde vielen Smoothie, ne? Sei es mit Wildkräutern und sei es mit Obst, Gemüse und so weiter. Und das vertragen sie super und da haben sie wirklich, und dann Öle noch rein, da haben sie wirklich für, wertvolle Vitamine und Mineralien, die sie einfach gut verwerten können dann auch. Ne? Und was ja auch bei der Geburt auch gerade wichtig ist, dass die Mutter während der Geburt ja schon Kalzium zugeführt bekommt, um dann wirklich auch die Milchproduktion anzuregen und so weiter, die Geburt in Gang zu bringen. Und das ist ja halt auch wichtig. Ja. Haben wir alles gemacht, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir ganz viel über gesunde Ernährung gesprochen. Ich finde, wir gucken uns mal die gesunden Welpen an. Ja, ihr Kleinen. Oh Gottchen. Guck mal da. Gehen wir mal rein. Es kommt Bewegung rein. Hallo, ihr kleinen Süßen. Na? Darf ich mit hier in euer Zuhause? Und schließlich wohnt ihr hier ja, ne? Ist ja gar nicht mein Zuhause. Oh. Ganz fast schlafen. Müde. Guck mal, die legt sich da gleich wieder hin. Ja, so sehen für mich gesunde Hunde aus. Müde, verpennt, in Ruhe, entspannt. Ja. Aber jetzt geht das gleich los. Und die Wärmelampe, die ist da jetzt wegen der Wissler. Ja, weil die Temperaturen sind ja morgens doch schon recht frisch. Ja. Und da die Wissler ja keine Unterwolle haben und ja schon auch, ja, auch empfindlich sind auf Feuchtigkeit und Kälte, haben wir einfach, um den Kuschelfaktor zu erhöhen, ihm hier eine kleine Wärmelampe installiert, dass sie sich dann, wenn sie tagsüber hier draußen sind, auch mal aufwärmen können. Und nachts sind sie ja eh im Haus. Ja, und das nehmen sie ganz gerne an. Was für ein Hundeleben könnte ich mich jetzt so zulegen. Ach. Das sieht gemütlich aus. Ja, ne? Ja. Schön. Sagt man jetzt eigentlich Wissler oder Wischler? Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Das beruhigt mich. Das okay. Ist ja der Ungarisch ist es der Maja Wischler. Mhm. Und auch viele, die sagen Wissler. Okay. Ja, ich glaube, das kann man dann halten, wie man das gerne sagen möchte. Okay. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für das nette Gespräch und ja, dafür, dass ich euch besuchen durfte, Juliane und Heidrun. Und ich fasse mal kurz zusammen. Also es ist so, dass Welpen individuell ernährt werden müssen, damit sie sich gesund entwickeln können. Es ist wichtig, dass Welpen unterschiedliche Nährstoffe kennenlernen, damit aus einem Welpen ein auch langfristig gesunder Hund sich entwickelt. Kleiner Einschub dazu. Es ist nicht so, dass man jetzt dem Welpen dauernd unterschiedliche Nahrungsmittel geben sollte, denn auch der Welpenmagen muss sich an unterschiedliche Nährstoffe gewöhnen. Also, wenn man
jetzt alle 2, 3, 4 Tage dem Hund mal etwas anderes Zusätzliches anbietet zum Hauptfutter, dann ist das eine gute Sache, die den kleinen Welpenmagen nicht durcheinander bringt und dafür sorgt, dass der erwachsene Hund an diese Nährstoffe gewöhnt ist. So, wir haben also individuelle Fütterung. Es muss alles drin sein. Das Alleinfuttermittel verspricht, dass alles drin ist, aber das ist es für den individuellen Hund nicht unbedingt, sondern es geht da um den Durchschnittshund. Von daher ist auch da wichtig zu gucken, okay, was braucht mein Welpe vielleicht zusätzlich an Futter? Zusätzen, vielleicht Öl, Obst, Gemüse, wie schon von den beiden Damen gesagt, kann man da einiges zufüttern, wenn man sich denn für eine Fertigfutter-Variante entschieden haben sollte. Ja, ein grundsätzliches, das ist die richtige Fütterung für Welpen und Junghunde, kann ich nicht geben. Es gibt übrigens eine Studie, die ist im Februar 2023 veröffentlicht worden aus Skandinavien, wo belegt wurde, dass tatsächlich bei Welpen und Junghunden eben diese abwechslungsreiche Futtergestaltung denn auch wissenschaftlich belegbar zu einem gesünderen Erwachsenenhund führt. Dazu werde ich nochmal ein extra Video machen, das sprengt den Rahmen hier dann wieder. Aber insofern handelt es sich da auch jetzt nicht um irgendwie eine Meinung aus ideologischen Gründen, sondern das Ganze ist eben auch wissenschaftlich so belegt und nachgewiesen, dass diese Wirkung besteht. Ich hoffe, du hast einen gesunden Hund, gesunde Welpen und wünsche dir viel Spaß damit. In diesem Sinne alles Gute, alles für den Hund und auf bald.